Du Wo waren kannst wir sogar denn? denken. Ja, so ein bisschen. Oh, Mir wird schwindelig. warte, warte, hier irgendwo ist ein Dings, Kleidungsland. Boah, mir ist auch schwindelig Right. geworden jetzt, ne? Wenn sich die Augen daran gewöhnen, wenn du wieder landest. Oha, Oha! boah, boah, boah. Okay, das war nicht gewollt. Boah, dieser Kleidungsladen. Boah, das erweckt alte Erinnerungen. Warum, was ist von dieser Kleidungsladen? Damals Platzzeiten sind wir immer hingegangen. Warum hier? Weil Das ist da der hier Teufel. rechts unsere Hut war. Ach Zieh ich mal wieder so. an, Mann. Lol. Oh. Ja, Mann. Digga, bist du immer noch auf TikTok live? Aha. Okay. Okay, wo schieben wir die Dreier-Session? Wollen wir zu mir oder zu Rose? Destiny ist obdachlos. Warum ist sie obdachlos? Warum sagst du sowas? Ich wohne wirklich auf der Straße unter der Brücke. Oh. Ja, hat Zeiten. Ich kann dir mal zeigen, wo Destiny wohnt. Sag mir nicht dabei Titty Twist, ach, Unicorn. Doch, doch, da unter der Brücke. Da ist ein Zelt. Nein, nein, ich zeig dir wo. Okay, zeig mal. Jetzt kommt's. Destiny hat wirklich ein See, schönes Haus. ich hab letztens sogar mit Ali Nudes geschickt. Von da. Was? Ist da nicht irgendwie 110 oder so? Bitte? See. Aber er hat was. Was hat er denn? Also, ich meine, also der ist ziemlich hässlich, aber irgendwie ist er auch attraktiv. Ali, Habib. See. Hier. Ja, hier bin ich auch. Zwischendurch. Wir teilen uns immer hier die Zelte. Manchmal. Und welches davon ist dein Haus? Wisst ihr, was krass ist? Also manchmal lege ich hier, Ihr also seht. hier drauf. Und also in die Kartons kacke ich rein, weil ich habe keine Toilette. Diese Zelte hier, ne? So wie es hier gerade aussieht, davon gibt es in LA eine so kilometerlange Straße, die einfach nur so aussieht. Ja. Das ist Warum? krass. Das ist so Weil es krass, ich bin übertrieben da. viele Obdachlose dort gibt. Echt, ja? Ja, das ist richtig geistkrank. Guck Also. mal, ich krabbel mal kurz hier bei einem rein. Das ist aber richtig krass. Das ist echt, das geht, glaube ich, 1, 2 Kilometer lang, die Straße. Krass. Mal so schlafe ich hier Oh drin. mein Gott, die geht ja wirklich da rein. No, da gar nicht ganz schlecht, aber so ungefähr. Ich schwöre, Chat, Krass. das ist so. Das sieht eins zu eins so aus wie Das hier. ist krass, wie viele Obdachlose in. Ja, das geht da schnell. Ja, sobald du keine Krankenversicherung hast, ist alles. Ja, bis zum Arsch. Hä, aber wir sind doch hier in Amerika, was redest du? Es sehe ich deswegen, also lebe ich habe keine Krankenversicherung und Ja, genau, so sieht das ungefähr aus dann. crazy. Hier. Siehst du diese Brücke hier? Genau, hier bin ich Und sehr oft. davon so eine ewig lange Straße, die so lang geht. So hier. Was? Die Ich war im Arme. Unicorn in Real Life. Was? Yeah. Oh, also bei denen meinst du? Ja, genau, ich war bei dem Unicorn. Was und wie war? Weiß nicht. Keine Ahnung, ich fand's komisch. Wieso? Ganz schön? Was? War nicht schön? Na, ich bin nicht so der Typ dafür. Wann bist du dann dahin? Mir wurde überredet. Cool. Ja, man muss manchmal. Handy? Also, Hauptsache, du hast es mal gesehen. Du. Ich hole mir mal hier was zu trinken. Einen Moment.
Boah. Okay. Hör mir zu, ich brauche einen Schwanz. Was brauchst du? Ein Schwanz. Das finden wir schnell. Ja? Mhm. Gibt's genug hier in der Stadt? Nicht genug, gut genug. Ich bin müde, Mann. Willst du schlafen? Oh. Ich sag ehrlich, ich glaube, in der Stadt geht nichts mehr. Wirklich gar nichts, ne? Ich war gerade nur am Handy ein bisschen schreiben, aber auch das ist auf Dauer langweilig. Das ist wirklich respektlos. Vorher noch kurz checken, wie schnell ich bin. Okay. Ich hatte heute so ein cooles Auto von so einem Typen bekommen. Das sah aus wie so ein Bettmobil. Ah, das habe ich gesehen. Okay, habe ich gesehen. Okay, Heide. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Schlaf gut. Ja, Heide. Wollt ihr noch mit den RP reden? Ist auch? Rede noch ein bisschen mit denen. Nee, ich bleib noch. Ja, warte, ich bin auch noch anwesend. Red mal mit. Was? Hey, geh mal, mach mal dein Handy raus. Hallo? Hallo? Hey, yeah, what's up? What's up? Was ist passiert? Hast du hast du Crack geschluckt? Ja, ein bisschen. Okay. Warte mal. Was treibt ihr mir jetzt so? Wie, was treiben wir so? Hast du Schluck auf? Ja, wir waren doch ganz seit unterwegs zusammen. Komm, lass mal kurz rumfahren. Wir gehen zum Friseur erstmal. Komm mit, Sosa. Okay, kannst du beim Fahren dein Handy raus? Ja. Sosa. Yusuf. Sosa? Sag mal, du wängst dir kein Nachher. Sosa! Sosa! Ja. Okay. Was ist los? Geht's dir gut? Ja, alles tippitoppi und bei euch? Auch. Freut mich doch. Schön. Sag mal, welche Frau findest du hier in der Stadt attraktiv? Keine, ich bin gay. Und welcher Typ bist du, dein Typ? Oh, ich stehe auf die Alten, die viel Geld haben. Ali? Zum Beispiel? Ist das nicht dein Vater? Nein. Ich dachte auch, dass Ali dein Vater wäre. Nein, um Gottes Willen, ich bin Sosa. Wie findest du Voice Crack? Aber warum macht ihr Fitner, ja? Wallah. Hä, warum? Wir fragen doch nur, wie du den findest. Ja, ist ganz okay. Echt, findest du? Voice Crack ist voll der Schwanz. Sag Wallah. Ja? Wallah, ich finde, er ist ein... Bitte. Sag doch mal jetzt, wie findest du den? Ja, hab ich doch. Da ist nichts dran. Was? Ich finde den ganz okay. Okay. Bist du fertig, Sosa? Hä? Nein, gib mir noch ein bisschen, ja. Du hast mich genommen auf die Hand. Alles gut. Was machst du denn? Machst du Make-up drauf oder was machst du jetzt? Bitte mach nicht wie... Die machen den ganzen Tag nur die Augenbrauen, ja? Den ganzen Tag nur Augenbrauen. Ey, Mama, das ist kein Spaß, ne? So sah ich wirklich aus. Mach das mal weg! Oh mein Gott. Oh, sieh, mach dir ein Bad. Das kann man gut draufkleben. Oh. Yusuf, sagst du, da steht Sosa? So ein Alibad?
Chat, steht das, Sosa? Oh, du. Warte mal, ich ruf mal Cube an. Hey, Chat, die Tür schon gerade. Worüber lästert ihr? Worüber lästert ihr? Über deine Mutter. Voila. Du Hurensohn. Geil, geil, mach Pink. Nein, nein, Bruder, das Alp, ja. Ja, Bruder, ich verstehe selber nicht. Fertig? Ist gut, sag ehrlich. Siehst immer noch gleich aus. Na, du hast... Gut aus, Chat. Bring mal. Okay. Chill doch, Junge. Oder? Ich dachte, ein Nerfgun kommt. Sag mal. So, ich fahr jetzt, ja? Okay, zumindest hast du so einfach geht's. Ja. Hä? Wer? Ja. Meutl ist mit ihm? Bitte. Wie heißt er? Yami Kun, mach Ad Sosa im Support. Ich move dich da, mein Bruder. Geh einfach auf den Discord in den Support, mein Bruder. Ranking. Ja. So, was geht jetzt? Hab ich Schlag was vor. Guck mal, du brauchst mich nicht mit deinen Lügen jetzt hier voll labern. Viel Spaß mit Lalalimi. Oder wie die Schlampe hieß. Was? Ach, so ein Typ. Achso, hast du Sprachaudio gemacht, hä? Nee, der war ganz hinterm Telefon tatsächlich. Achso. Ich hab den angerufen. Meinst du, die machen und der wollte heute ein Date mit mir. Und jetzt sagt er, der ist mit einer Emily. Oh, vielleicht versucht er dich eifersüchtig zu machen. Nein, wenn man mich eifersüchtig macht, ist man schneller weg, als man küken kann. Ach. Hallo. Na? Junge, habt ihr uns heute gefickt? Ich glaube, du bist schizophren, ne? Oder hast, wie heißt das? Schizophren? Nein, nein. Ich glaube, eine Identitätsstörung, so wie ich. Nein, warte mal. Kennst du das, wenn ein Djinn in dir drin ist, dann kannst du auch andere Stimmen. Störungssignal? Nix Störungssignal. Meinst du besessen? Ja. Besessen? Ich glaube auch. Besessen von euch zwei. Ja, okay. Okay. Willst du mir beide einen Lapdance geben? Oh. Oh. Die auf jeden Fall nicht, du Destiny? Ich glaube, das war ihre Antwort darauf. Ja, und du? Dann ist halt nur ein Lapdance, was soll ich sagen? Ich hab doch gerade mit dir zusammen Lapdance gemacht. Kannst du mir noch eingeben? Ich muss mir es überlegen, weil ich meine, du stehst auf Männer, ich hab keinen. Ich steh auf beides. Kannst du dich mal entscheiden? Du wolltest gerade einen Schwanz haben. Mhm. Ja. Ich hab. Also bevor wir weitermachen, Destiny liegt noch auf dem Boden. Wer? Rose. Ich glaube, sie wurde gerade zerquetscht und überfahren. Ich habe richtig die Knochen gehört. Rosa? Du willst mit mir rummachen? Ja. Die Wahrheit ist, ich stehe auf jemand anderes. Auf wen? Sag mir nicht auf Swansi. No. Auf so einen Rotschopf. Du kennst den nicht. Rotschopf? Sie meint dich, Bruder. Sie meint dich. Der ist Kevin. Der ist Kevin, das ist doch mein Kollege. Ach so, stimmt. Du siehst doch ihn, der ist so sexy, Alter. Sie finde ich auch. Oh Mann. Soll ich ihm irgendwas ausrichten? War so hässlich wie sein Vater, aber. Ja. So, der gefällt mir. Ich sag dir ehrlich, nächstes Mal, wenn du ihn siehst, gib mir einfach einen Lapdance. Ja, ich guck mal. Ich kann dir noch was anderes geben. Ich hab auch Was kannst du denn geben? Das ist eine Sache zwischen mir und Kevin. Ja. Mhm. Okay, ich sollte mal aussteigen? Ja. Meinst du, die macht? Lass die mal Account wechseln. Ja, ich will. Nein. Warum nicht, Bruder? Nein, ich kenne meine Steam-Daten nicht. Kennst du nicht? Nein. Ich kann dir Kevin aus Kreuzberg 2 geben. Ich hab meine zwei Namen. Guck mal, was der schreibt. Was? Oder Support alles gesperrt mit Schloss. Mit Schloss. Ey, das ist ein Kopf, mach du mal. Meinst du, du kriegst da was geklärt? Für heute?
Ja, ja. Ja, jetzt, jetzt seid ihr beide. Schnell. Ich bin 23, du Voice Green. Ich bin 18, mein Bruder. 18 Jahre. Ja. Yeah. Das ist Voice Green. Wo soll ich drauf drücken? Auf meine Schulter bitte. Okay. Okay. Ja, aber ich würde dir auf jeden Fall empfehlen, nächstes Mal, wenn du Kevin siehst, einfach drauf ansprechen direkt, weil ich habe gehört, der will auch was von dir. Mhm. Ich weiß, er sagt doch immer, ich liebe dich. Ja, er wollte immer mit dir rummachen, das weiß ich. Ey, ich will ja nicht der Spielverderber sein, aber ich glaube, ich werde jetzt schlafen gehen. Gehst du schlafen? Nee. Okay. Sollen wir noch rummachen, bevor du schlafen gehst? Nein, okay. Also, das Problem ist, Sosa, du bist noch ein bisschen unerfahren. Ja. Ja, ich weiß. Kevin ist erfahren. Ne? Mhm. Mhm. Das stimmt, das muss ich dir gestehen, ja. Mhm. Das muss ich mir auch selber gestehen, ja. Mhm. 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 Okay. Wo wohnst du? Unter einer Brücke, wo soll ich dich rauslassen? Sieh, unter einer Brücke ein bisschen. Irgendeine Brücke, okay. Irgendein Zelt, was noch nicht so voll gepinkelt ist. Oder ich kann dich vorne am See rauslassen, vielleicht liegen da noch 2 Euro am See, kannst du da rausfischen. Obwohl, no, geh mal, also, geh mal so ein bisschen mehr Richtung Dings. Kriegen Sie Frieden? Würfelpack. Ja, er hat dich vorteil. Aber wo ist er? Oder stopp! Links, ja. Hier, ja? Oh mein Gott, das ist mein Lieblingsort. Hier ist ja, gut. Ja. Geh, Friedhof. Okay, danke schön. Kein Problem. Hau rein. Mach's gut. Bros? Clan Lapdance. Hä? Clan Lapdance, Bruder. Bros? So Lapdance? Ist nicht da. Wie, die ist nicht da? Die ist gerade, keine Ahnung, im Kopf. Kevin, okay, machst du deinen Special Ramen? Morgen. Morgen machen wir die Ramen. Machst du auch deinen Salat? Und Chat, wie macht... Oh, Salat auch? Ja, oder diese mit Pinienkerne oder was? Boah, sollen wir Salat und Rahm machen? Salat, ja, lass machen, ja? Oder? Ja, ich schwöre, Bruder. Ja, müssen wir morgen machen. Ich habe noch nie so eine große Menge gemacht. Egal, Bruder, kriegst du hin. Handy? Meinst du? Hey. Muss meine Brille, gib mal meine Brille. Hey. Wie? Wer ist das? Ist das Rose? Wie? Warum schreckt sie aus? Server neu gestellt. Ja. Geil. Wie geil? Bilder. Ja, yeah. Soll ich schicken, Bruder? Auf Insta? Kannst du die kopieren und dann auf meinen normalen Insta schicken? Ja. Allah. Okay. Ich muss 5 haben hier. Mhm. Also geht noch irgendwas? Nein, ich glaube nicht. Wie hole ich mir diese Karre? Geh mal YouTube. YouTube? Mhm. Hey. Welchen Browser benutzt er? Ich hab keinen Bock, irgendwelche Dings zu öffnen. Ja, stimmt, Alter. Ja, lass lieber warten. Meinst du? Oder hier einfach bloß? Aber er hat nur den Browser. Ne? Nein. Ah. Stark. Okay. YouTube. Ja. Was sollen wir machen? Ich. Bademode. Ey, Bademode, oder warum ist die Maus so empfindlich? Gell? Ja. Geisteskrank, halt, ne? Brutal. Boah, warte mal. Ja. Ich hab ne Idee, warte. Okay. Sollen wir das Ding spielen? Nein, warte, wo ist? Hier. Mit gut? Warte, nein, wo? Du Mikrofon? Wo? Runter? Da runter? Hier, das hier, ne? Ja. Ja, okay, ja, my bad. Jetzt shit. Reactions auf? Auf was? Auf wen können wir reacten?
Schwierig, Bruder, ich bin nicht so der Reaction-Typ. Auf was kann man reacten? Steve Jobs, denn? Secrets All of Life. Songs haben wir schon gereactet. Okay. Der war halt alle deutschen Streamer. Kack auf Köpfe. Gute Nacht. Was ist mit dem? Nein. Gute Nacht, Dylan. Meine Beste. Gute Nacht, gute Nacht. Meine Beste, schenk mir eine Weste. Worauf kann man reacten? Sag mal kurz. Oh, ich überlege, genau. Mach, Not Love Challenge. Not Love. Not Lotion. Ah, wie wird das geschrieben, Bruder? Ja, also. Extreme. Extreme. Bruder, dieser Extreme heißt nie was. Gibt's nicht, gell? Guck, Bruder. Guck mal, das sieht aus wie du. Ja. Im Skype, oder sein Videos gehen eine Stunde. Ja, ich schwöre, Bruder. Zwei Stunden. If you love, you lose. Welches willst du gucken? Das hier? Ja. Nein, sag mal. Da war ein Arsch, nein. Hi, Bruder, hi. Hey, geh hoch. Wo? Der erste. Das hier? Ja. Okay, komm. Komm, Chat. Bruder, ei empfindliche Maus. Laut genug? Let it go! Oh, you good, bro? What up, y'all? We back again. This is Top Things. Dad, it's time to go. We gotta go eat dinner. Oh, you're walking the dog. Okay, cool. Also, wie unlustig. Out with the old and in with the same. Okay. But you, after like 20 years. Einmal schon Dislike gegeben. Mach mal Spotify. Spotify? Ja? Yeah. Wir hören jetzt laut Musik. Ja, yeah, Bro, ja. Yeah. Du was sagst was im Mikrofon und ich probiere das zu erraten. Okay. Zu laut. Wie zu laut. Wir hören doch deinen ein bisschen. So. Lauter. So. Okay. Ja. Yeah. Okay. Okay, so. Okay, du sagst was und ich probier zu erraten. Mach lauter. Lauter? Nächstes Lied. Nächstes Lied, ja. Okay. Ach, nur ich darf Musik hören. Ja, hä? Dann musst du Audio-Ding ausmachen. Wie? Nein, lass Musik laufen, aber Chat soll keine Musik hören, nur deine Stimme. Ja, Bro, bevor ich ganze Setup von ihm auseinandernehme, Bruder. In einem Tag hier, Bruder. Years of service. Mach mal weg hier diese Video, Bruder. Geh mal wieder auf Startseite. Was guckt der, ja, aber was guckt der da, Bruder? Was ist das für ein Kanal, lieber? Guck mal oben rechts. Ey, Faker, komm. Ja, ich fahre ihn bang, Bruder. Ah, okay. Oh, nee, darf ich nicht, my bad. Facecam? Was ist damit? Aber warum? Wie kommen wir jetzt wieder auf die andere? Ich hab keine Ahnung, Bruder. Ja? Was weiß ich, genau. Alle Knöpfe. Ei, nee, ich hab's egal. Noch. Oben links, oben rechts. Warte, hier steht doch. Hier. So. Ah. So war der Frau, oder? Siehst du? Oben rechts, oben links, mit dem Bild. Mein Sohn. Was kann man gucken, Bruder? Chat, schlag was vor. Kann man irgendwas gucken? Ein gutes Video. Wie kann man den ganzen Tag diese Kopfhörer? Oder die kleben an deinem Ohr, ne? Oh. Ei, ekelhafte Kopfhörer, Bruder. Are you yours? Every Cardi. Entrance, neues Video, Hungry Gabugo oder so, Tom Supreme. Die waren, ey. Mach Musik an, scheiß Tag von, ey. Wohin mit dir? Sein. Machst du dich Bett fertig? Gehst du gleich pennen? Ja? Gehst du gleich pennen?
Oder ein Auge schon auf halb acht bei dir, ne? Ja, man sieht, Bruder. Ist das die volle? Lass doch Regie ihm geben, Bruder. Lass doch Regie ihm geben. Komm. So, was kann man gucken? Könnt ihr jetzt whitelisten, fragt der eine noch, Bruder. Was? Könnt ihr jetzt whitelisten, fragt der eine noch. Komm, call, mein Bester, komm. Oder? Ich guck nie YouTube. Komm mal ein Video. Muss ich hier Stream übernehmen, Bruder? Wallah. Daily Dose auf Internet, was Neues? Daily Dose auf Internet. Hello everyone, this is your Daily Dose of Internet. This police officer wanted these people to pull over, but they were in a self-driving taxi. He's trying to... Sir, there's no one there. All right, we're protesting. Thank you. What you are we protesting? We're protesting everything. We're angry and we're not going to take it anymore. Someone dropped their phone in the otter enclosure and the otter thought it was a clam and tried to break it open. It's loud. This guy made a makeshift bagpipe using a balloon and a harmonica. That sounds like a bagpipe. Boah, da siehst du ihn? Diese Typen hier, Bruder. This person tried to trick their dog into eating their medicine. Hä? Banane, Bruder, mit Medizin. Ui. Das war? No, that's not whale barf, don't worry. Sometimes whales will filter feed by sucking sand off the ocean floor and then spitting it out. Virtual reality construction workers are now a thing. Caterpillar made their construction equipment controllable from anywhere in the world, so these vehicles could all be controlled by someone thousands of miles away. This has to be the happiest and most relaxed chicken I've ever seen. Wallah, guck dir diese Chicken an, Bruder, bevor es geschlachtet wird, einfach. Siehst du das, Bruder? Ein lustiger Chicken, Bruder. Ein Sparta gibt es sich vor Schlachttag, Bruder. This owl has been trying for a long time to have babies, but the eggs would never hatch. So these people put some baby owls in her nest while she was gone to see if the owl would adopt them. When she came back, she immediately accepted them as her own.
This is pretty cool. This guy made a device that can close and lock bathroom stalls if the door latch isn't working properly. Oh ja, Bruder, einer denkt, er hat Welt revolutioniert, Bruder. Er kann Toilette abschließen. This dog was taking a long time to wake up after surgery, so they used a treat to help out. What is that? Oh my goodness! Oh my gosh! That is the end of this video. We hope you enjoyed, and I'll see you guys again very, very soon. Later. Hey, was ist das denn, Bruder? Hallo, was ist das? Hey, mach mal weg. Hab ich irgendwas geleakt? Ja, ich glaube, ich habe irgendwas geleakt, Bruder. Keine Ahnung, Bruder. Irgendwelche Daten waren da auf einmal. Ja, ich höre. Keine Ahnung, Bruder. Ja, ja, Wallah. Ey, Chat, ich lass das lieber, ja. Warte, muss Fulke dann mal Yusuf angucken, wie er hinten auf dem Sofa pennt. Komm mal näher in die, komm mal näher in die Kamera. Hi, Süßer. Vielleicht auf ein Bild warten. Wer muss mich? Ich erkenne gar nichts von dir. Irgendwas? Spielt man die South Park Game? Ist das neu? Bruder, ein Kopfhörer, Bruder. Wie hast du das gemacht? Aber sieht gut aus, sieht gut aus. Ja, genau. Ah. Chat? Aber ich mach lieber Fullcam. Du Hurensohn. Was? Aber warum, warum? Spock auf den Dreier? Ja, und nochmal. Als wäre Bodenwelle im Auto. Ja, ist nichts passiert. I just have nothing for the Rascals. That's the biggest thing here. We have absolutely nothing to stop the Rascals. Zeit gekommen. Das Zeit gekommen. Das dass wir dann auch enge Kontakt hatten, auch mit einem Monster. Hey, Cousin ist drin. Yeah. Hey. Auch mit einem, ja, Roat hatte ich ja schnell Kontakt am Anfang mit ihm. Und ja, keine Ahnung. Dann hat Monte irgendwann mal gesagt, ey, Digi, kannst gerne mal vorbeikommen. Ich kam auch noch nicht drauf gleich. Ich dachte, Digga, was? Was hat der gesagt? Hast du keinen Hunger? Nee, nicht mehr. Was hat der gesagt? Pizza ist richtig gut, gell? Ich habe eine geholt. Pizza Sucuk. Die schmeckt richtig gut. Ah, echt? Ja, Sucuk vermisse ich aber tatsächlich. Das ist schon so eine Hauptspeise eigentlich. Schon Seit wann nicht mehr? Wie war es am Anfang? Nicht schlimm. Ehrlich? Das ist jetzt nicht wirklich. Ab und an habe ich mal so ein bisschen was probiert. Ja. Krokodil. Ja. Geil. Ich habe letzte Woche Haifisch gegessen. Haifisch? Hai. Das ist richtig gut, das schmeckt nach Steak. Ja, ja, ich war im China-Restaurant. Also Fisch tatsächlich essen. Also nur Fleisch. Ich bin vegetarisch, nur Fleisch, ne? Okay. Randale, Bruder. Ja. Alles gut, nichts passiert. Wie lange bleibt ihr jetzt? Bis nächste Woche Samstag. Wir haben uns getroffen. Ich bin mit Roat, in der ersten Mal, glaube ich, war ich alleine bei ihm sogar. Haben uns direkt verstanden. Hast du überhaupt gehört? Wie lange seid ihr bis Ding? Ja, ja. Bis Dienstag. Bis Dienstag sind wir da. What's your favorite baseball? Haifisch haram. Wieso? Wieso? Wieso soll das Ding sein? Ich bin allein geschlachtet.
Es gibt keine Alleinweise. Aber ich würde gern wissen, wieso er sagt, Haram. Ich bin von Stuttgart gefahren, 5,5 Stunden. Wie war das Geschenk, Bro? Es ist Geschenk. Meint ihr den Dildo? Oder? Ich glaube nicht. Sollen wir euch markieren? Ich hab Angst, ich trau mich hier nicht. Auf einmal markiert er mich auf Titten, na, oder so. Bruder, ich schwöre, ja. So schnell, Bruder, ist man nicht. Ist man nicht, Bruder. Ist wie Katze in China. Er ist doch in China, Bruder. Auf die Aussage gehe ich nächste Woche nochmal. Oh. Alles gut. Was los? Also ich hab ne komische For You, aber versucht TikToks, wenn nicht, dann restart. Meint ihr, dass ihr markiert oder was? Restart, Bruder. Leute sagen so leicht. Ja, ja. Bisschen zu laut. Wie macht das, Chat, wie macht das Roat mit Ding? Mit TikToks. Bruder, dieses Licht, Bruder. Dieses Licht, das ist doch nicht mehr normal. Nein, Bruder, gibt's nicht. Ei, Licht, Bruder, Alter, ich fühle mich. Macht Rohat sonst ja auch so? Ja, aber ich will doch jetzt nicht den Stream jetzt neu starten, wenn da irgendwas. Bringt nichts. Ja? Hey, okay, Chat, dann markiert. Was hat er? BT öffnet die Tabs und schaut euch erst mit Fullcam an. Ja, okay, dann markiert, Chat. Dann markiert jetzt auf TikToks. Dann markiert auf TikToks. Bist doch Roat.ce oder so. Ja. Mods, postet mal den Link rein und Roat seinem TikTok-Account. Bro, er darf nur nicht Thema vom Stream werden. Ja, ich weiß. Ah, 3 Uhr. Ich will nicht wissen, wie es bei dem Raum riecht. Ich wollte es auch nicht wissen, aber es riecht ganz normal. Okay. Ja, wie macht man neue Tab? Geht nicht bei ihm. Ah ja. Ja. 5 Sekunden, 10 Sekunden, war da. Okay. Erwähnungen und Markierungen. Aha. Okay, Leute. Als ob jemand Jumpscare macht. Wenn einer echt so hobbylos ist. Okay. Kannst wieder machen. Thank you.
Wann war das? Keine Ahnung, aber irgendwie die Maske war gar nicht los. Wie heißt der Account? Rohr.ce. Rohr.ce. Achso, bevor wieder was liegt. Ne, gibt's nichts zu liegen. Hitchat, Rohr.ce. Oh no, she did it. Fuck living, I'ma drown in my song. Das kann auch mein Vater sein. Break my heart, oh no, she did it. Fuck living, I'ma drown in my song. Berkol streamt Abogoku. Stream sniped. Wir werden jetzt was machen. Ich kann. Ah, das ist ein alter Clip, Alter. Unnötig. El Zain. Abu Shakar. Rambo. Miri. Vor langer Zeit lebten alle vier Clans zusammen ohne Meshgeld. Aber dann dieser eine Kalb im Supermarkt hat einen auf Rambo gemacht und seitdem gibt's Meshgeld mal Meshgeld. Nur Mahmoud El Zain, der vor niemand hat Angst. Was ist das denn, Bruder, Alter? Willst du dich ficken lassen hier? Ich kann mir vorstellen, wenn ich ihn. Das ja? Aber würdest du mit ihm was anfangen? Ja, so auf mich zukommen würde? Ja? Oder halt so? Sag, hey, mach mal ein Bild von mir. Mit Batzen auf Tisch zeigt. Nur mit Batzen? Ja. Boah, echt? Ohne. Du? Ich glaube, ich würde mich schon, ja. Direkt? Ich glaub schon. So zweite Date. Sein. Zweite. Zweite? Erste gucken erstmal, was er macht. Wenn er mir so eine Pizza bestellt, dann nicht mehr. Dann weg, Bruder, dann weg. Ey, Bruder, Alter. Bruder, die liegt wie Steine im Magen, ne? Das ist einfach ein gefälschtes, war auch gefälschtes Sucuk, Alter. Ja, Bruder. Ja. Papa's burning is true, he beat you up. Ey, der ist so lustig, der Kleine. Es gibt so viele Clips von dem. Der, ey. When I'm in the six, I get it right back. Chubby stay with me, he grabbing that Mac. I'm off at your 20s when I hit the studio. 40 on 40, you know it's a slap. I'm fucking that bitch and I hit from the. Thought I see that, but I hit from the. Ey, hast du das mit den Bots mitbekommen? Chat, habt ihr das mitbekommen mit den Bots? Dass sie ein Lied von Drake gemacht haben? Bruder, es gibt Bots. Hat mir heute Ali gezeigt, es gibt Bots, die erstellen einfach Lieder von Drake und so. Nicht mit, also mit seiner Stimme. AI, ja genau, AI. Bruder, geisteskrank. Hört sich einfach 1:1, Bruder, ist sogar ein geiler Song. Aber ich hab den Link jetzt gerade nicht hier. Gibt's das nicht von Michael Jackson so? Ja, es gibt von jedem, Das auch kenn ich. Und er hat sich voll beschwert, weil das Video voll viral gegangen ist. Ja? Ja, ja. Er will auch dagegen vorgehen, ja, habe ich auch mitbekommen. Okay. Fullcamp. Hast du Bock auf den Dreier? Mhm. Okay. Die zeigt 100% hinten. Ich steige aber halt nächstes Jahr ab. Kopf ja, ist kaputt, irgendwas ist da im Arsch. Oh mein Gott, das sind echt lustige Videos. Ich glaub schon. Sei mal leise! Okay. Okay. Bei mir immer, wenn ein Gast kommt. Wo? Hier? Noch ein. Ja. Wie? Sag mir nur wie, Bruder. Vielleicht hat der Bock drauf. Go. Ah, du bist ein Lederhund. OFB. Steige aber halt nächstes Jahr ab.
Ah, du bist ein blöder Hund, muss da gerade mal sagen. Ah, so ein blöder Kerl. Ja, ich über dich. Jetzt. So ein blöder Hund. So ein blöder Hund. Du bist kaputt, ja, irgendwas ist da im Arsch. Ich schwöre, ja. Irgendwas ist im Arsch. Ich schwöre, irgendwas ist am Arsch in meinem Kopf. Ich schwöre, irgendwas. Richtig Frankfurt. Kaputt, irgendwas ist da im Arsch. Ich schwöre, irgendwas ist im Arsch. Ey, als ich in Frankfurt war, es ist einfach 1:1, wie du es dir vorstellst. Ja, ja. Ist das richtig? Ist einfach geisteskrank. Ja, ja. Einfach. Weiber kommt zu dir. Ich schwöre. Weiber kommt zu dir, fragen, ob du in ein Hotel gehst. So sind die drauf. Ich schwöre auf alles. Und einfach dort die Junkies. Ja. Wie Zombie-Modus. Erinnerst du dich noch bei Black Ops, als diese Zombie-Modus-Runde gab? So 4 und dann rechts, dann war es 5, für 5. Runde? Nein, Bruder, nein. Kennst du es nicht, Chat? Nein. Kennt ihr das, wenn ihr damals Zombie-Modus gezockt habt? Dann gab es die erste Runde, dann erstmal so einen Strich, dann nochmal einen Strich, nochmal einen Strich, nochmal einen Strich und dann so ein Querstrich. Das war wie 5. Runde Zombie-Modus. Er kommt einmal auf dich angelaufen, so. So, seine Hand einfach blau. Einmal seine Hand blau. So. Sollen wir die Massage-Story erzählen? Erzähl. Chat, wie viele sind noch am Start? Nur für die Leute, die jetzt noch am Start sind. Er ist noch am Start. Es gibt eine richtig lustige, aber warte, ich muss gucken, wie ich die erzählen kann. Nein, warte, ich muss, ey. Also ich muss die ein bisschen umformulieren, Chat, aber so im Großen und Ganzen wisst ihr, um was es geht. Das ist sehr, sehr wichtig. Wenn ihr die Story hören wollt. Die ist vor, boah, wann ist die entstanden? 2020. 2020, Chat. Komm auch in die Kamera rein. 2020, Chat. Hört zu. Hört ihr mich gut? 2020. Da waren wir im Türkei-Urlaub. Waren wir im Türkei-Urlaub in Alanya. Ey, das ist, boah, ich muss jetzt aufpassen, wie ich die erzähle. Wir waren auf jeden Fall, Chat, wir hatten ein Hotel. Bisschen außerhalb vom Strand. Also Strand war hier vorne. Dann gab es Hotels. Und dann waren wir so das vierte Hotel. So ungefähr 500 Meter vom Strand. Und wir waren in so einer Wohnsiedlung, wo auch die Einheimischen leben, ja. Weißt du? Und dann gab es da einfach Werbung von Thai-Massage. Wir dachten uns nichts bei, und die Story habe ich noch nie erzählt. Da gab es Werbung von Thai-Massage. Und wir hatten richtig Bock auf eine Massage. Weißt du, wie geil die kommt vom Strand und so, danach einfach massieren lassen. Safe. Und wir hatten schon im Hotel schon eine Massage-Ding. Aber wir haben gesagt, ey, wir wollen was Neues ausprobieren. Weil die im Hotel sind immer so weich und keine Ahnung was, ja. Und es waren keine Thailänder, es waren Türkinnen im Hotel. Und die massieren halt nicht richtig, weißt du, wie ich meine? Dann lieber Thailänder. Wir so, okay. Wir gehen hin. Bruder, kennst du Moduzzi? Nein. Kennst du Moduzzi? Was Moduzzi? Was ist das? Der Dieter. Hier, Chat, ihr kennt doch Moduzzi. Ja, hier. Ihr kennt ihn doch, oder? Ja, okay. Stellt euch mal Moduzzi vor, der ist vor euch. Ja, aber nur in Türkisch. Nur in Türkisch und so ein einheimischer Türke. Okay, warte. Einheimischer Türke. Der kommt. Er hat im Hochsommer, Bruder, waren 36 Grad. Ja. Er kommt mit Mantel zu uns. Wir wollten danach fragen. Und irgendwie eine Glasscheibe war auch noch eingeschlagen. Aber wir haben uns nichts dabei gedacht und so. Wir dachten, das ist so ein richtig alter Schuppen. Wir dachten, okay, die massieren richtig gut. Bruder, er steht vor dir, seine Schlappen, er hat diese Birkenstock angehabt, sein Zehennagel so groß. Ja, Brothers, where are you from? He's from Germany. Also, okay, you will Thai-Massage?
Ich so, yeah, ich sag, wir wollen Thai-Massage mit dieser gebrochenen Englisch, weißt du? Ich so, ja, wir wollen Thai-Massage. Er so, okay. In my shop is the best Thai-Massage of the world. Ich so, okay, übertreib jetzt nicht, Alter. Aber die machen halt immer so, weißt du, dass er einfach bei denen kommt. Also, you go in the city, you come, you become the best Thai-Massage in the world. Ich so, ja, okay, und wir waren voll richtig begeistert von dem Laden. Jetzt fängt die Story an. Wir gehen zum Strand. Chat, wir sind total kaputt. Wir kommen vom Strand zurück. Gehen zu Hause nochmal duschen. Und gehen zu dieser Thai-Massage. Ja. Bruder, ich schwöre, wir gehen eine Treppe runter. Ja. Es wird dunkler. Ja. Wir gehen noch eine Treppe runter. Du siehst das Tageslicht gar nicht mehr. Und wir hatten 18 Uhr oder so. Und da hat eigentlich noch die Sonne geschienen. Wir hatten 18 Uhr. Da war kein Licht mehr. Oder wir warten, wir stehen vor einem riesen Plakat. Ja. Aber so ein Plakat, das ist einfach nicht dünn, sondern nochmal an Holz so dran gestickt, weißt du? Und wir warten und wir gucken, da sind mehrere Männer. Und dann kommen da so Männer raus und die sehen voll befriedigt aus. Und wir denken, Alter, ich rede mit meinen Kollegen, wir waren nur zu dritt. Also hätten die uns da abgezogen? Also ich hatte auch, glaube ich, umgerechnet so 50 Euro dabei. Ja. Wenn die mich jetzt abziehen, dann ziehen die mich ab. Ich kann nichts machen. Wir stehen da und so. Fußballhose und Trikot. Stehen wir da und so. Einmal siehst du, der Mann nimmt dieses Plakat, macht es weg und du siehst nur noch einen Bunker. Ein Bunker, Bruder, aus Stein. Alles aus Stein. Alles aus Stein. 6 chinesische Frauen. Ja? 6 chinesische Frauen. Ja. Die waren etwas kleiner. Die waren etwas kleiner, aber sexy. Lippenstift, ja. Augenbrauen, Ausschnitt. Die waren, keine Ahnung, auf welchem Modus die waren. Und ich weiß nicht, also es kann sein, ich weiß nicht, ob die von Thailand gekommen sind oder sonst was. Die waren auf jeden Fall da, Chat. Er sagt, komm rein, wir wollten da gar nicht mehr. Ich so, komm. Okay, wir kommen und so, wir laufen rein. Er macht Plakat wieder zu, buff, hinten kein Licht mehr. Bruder, da drin riecht es nach Schwanz. Nach Schwanz. Weißt du? Wie roh hat jetzt, weil er eine Woche hier saß, weißt du? Vielleicht hat er so lange nicht stehen, dann unter seinem Sack, kennst du diese? Ja, so. Bruder, du läufst da, er macht dieses Ding zu und du bist drin. Du bist drin, du kommst da nicht mehr raus. Ja. Jede Frau zieht einen in ein Zimmer. Mein Kollege bekommt. Okay, warte, ich muss gucken. Bekommt eine, die so viel wog wie Traube. Aber die habe ich davor gar nicht gesehen. Diese 6 thailändische Frauen, die waren nur Prank. Auf einmal waren da türkische Frauen. Eine Ding, die andere. So, you make massage. Die Bruder, die war 2 Meter. You make my massage. Hat sie dich genommen? Komm. Hattest du ein 2-Meter-Tier? Ich hatte auch ein 2-Meter-Tier. Sie zieht mich am Arm, als ob sie diese 50 Euro in meiner Tasche gerochen hat. Wow. Sie zieht, als ob die 50 Euro gerochen hat. Und ich habe nur meine Tasche dabei gehabt. Ich habe nur Hose und Oberteil an. Ja. Sie zieht mich in ein Ding rein. Und kennst du das, wenn du in einen Laden reingehst, dann klippert so durch diese Ding. Ich lauf da rein. Krankenhausbett. Ich denke mir, was passiert da jetzt gleich? Ich guck so ganz komisch. Da war einfach eine Mikrowelle. So ein kleiner Kühlschrank mit Getränke. Ich schwöre auf alles. Da war eine Mikrowelle. Und das Gefühl Atomschutz. Keine Ahnung, was sie von mir. Keine Ahnung. Da hat nur noch AKs an der Wand gefehlt. Geh da rein. You close. Ich so, what my close? Open this. Wie open this? Sie so, yes, make it naked. Ich zieh Oberteil aus, ich zieh Hose aus, ich lass Boxershort an. Ja? Ich lass Boxershort an. Und ich hab davor meine Kollegin noch nie nackt gesehen. Chat, merkt euch das nur im Hinterkopf, ja? Ein Kollege von mir dunkelhäutig, der andere ist Marokkaner und ich. Und wir haben uns davor noch nie nackt gesehen. Immer wenn wir zum Fitness gegangen sind, so, haben wir immer mit Boxershort-Ding geduscht. Hatten wir so schon vom Kind auf. Sie sagt, zieh dein Boxershort noch aus. Sie ist 2 Meter, was soll ich da sagen? Ich so, okay, ich bin in der Massage, ich mach einfach und so. Das war Massage plus Hammam.
Ja? Hammam, wo die dich waschen. Ah, okay. Weißt du, diese Hammam. Ah, okay. Ja. Ich zieh aus, aber ich geh so in Ecke. Ich geh so in Ecke. Sie gibt mir ein Handtuch. Das war gefühlt, also es hat gefühlt gerade noch einmal um meine Hüfte gepasst. Weißt du, ich habe noch so die kleine Knüller so an Seite dran gemacht. Ich mach das Ding so zu. Ich so, okay. And then? Komm, komm, komm. Ich so, okay. Ich höre Schreie von da. Der eine, und der ein. Ich so, Alter, wo sind wir gelandet? Und ich wollte da nur noch raus. Und der Schwanzgeruch kommt wieder. Oder ein fetter Stein in der Mitte. Yeah. Alles voller Dampf. Zwei nackte Opas. Yeah. Oder ich habe den so tief in den Arsch reingeguckt, Alter. Die lagen. War das der eine, wo du mir ein Video geschickt hast? Nein, nein, nein. Die lagen schon auf diesem Stein im Hammam. Ja? Yeah. Die lagen schon drauf. Ich gehe rein. Ich hör zu. Ich gehe rein. Ich habe noch mein Handtuch noch an. Ja. Yeah. Jeder kommt mit seiner Dame. Yeah. Bruder, du musst dir vorstellen, du kommst durch dieses Ding. Da kommt erstmal dieser Dampf und dann wie bei Super RTL. Wie bei Superstar. Yeah. Kommt erst so Dampf und dann kommst du raus, als ob du in der Jury und so kommst. Ja. Yeah. Ich komme so rein, okay. Ich guck. Mein dunkelhäutiger Kollege kommt rein. Yeah. Ja. Er kommt rein. Ich guck ihn an. Er fängt an zu lachen. Ich fange an zu lachen. Was macht die Frau? Sie zieht sein Ding weg. Puff, so ein Ding hängt da. Ich guck so ein Ding. Und ich, mein Lachen vergeht, also mein Lachen ist so, ich bin gar nicht mehr drauf klargekommen. Ich guck so, Alter, so ein Ding, ich hab das noch nie gesehen. So, du musst einfach denken, das Ding bleibt so. Die ganze Zeit so. Ja. Und erst so 1,90. Ja. Die ganze Zeit und so. Yeah. Und der ist voll der Fußball. Er ist Fußballprofi auch, ja? Ehrlich? Ja, du siehst so voll so muskulöse Beine und so und auf einmal so ein Ding. Ich bin voll gestaunt. Und ich fange an zu lachen. Ich so, was passiert? Im gleichen Moment zieht sie meins weg. Ich war gar nicht im Modus. Von so ein Ding auf so ein Ding. Auf so eins einfach. Und aus Reaktion, weil ich wusste nicht, was ich machen soll. Ich mach den hier. Und die Leute kennen das dort nicht. Die laufen alle so breit rum und laufen einfach, als ob das eine normale Ding Werbung ist. Er ist vor mir. Ich mach so, Bruder. Put your hands up. Make your hands up. Heads weg. Ich so, okay. Und dann war alles schon okay. Ich so, ich beruhig mich, Alter. Bevor ich jetzt irgendwie ein Ding bekomme, ich beruhig mich, Alter. So, kommt mal ein anderer marokkanischer Kollege. Und er ist sehr schmal. Ja. Er kommt auch rein und für ihn ist richtig viel unangenehm. Ja. Ja. Also für mich war es im Endeffekt, okay, dann bin ich jetzt nackt. Ist egal. Ja. So. Sie zieht seine Hand durch weg. Er so, wayo, wayo. Er singt einfach das Lied von Hunter. Wayo, wayo. Ich so, hey, fuck, er rennt wieder zurück. Und wir fangen an zu lachen und die Frau fängt an zu lachen. Sie lacht, zwei Zähne fehlen ihr. Zwei Zähne haben ihr gefehlt. Ja, und sie fängt an zu lachen. Ich so, Alter, wie unangenehm, Alter. So Einheimische, die wollen gar nicht zum Zahnarzt gehen. Und Bruder, ich bin da schon, ich so, bitte, der Tag muss einmal vorbeigehen und ich will nach Hause, ich will einmal ins Hotel. Meine Schlappen an, dies, das. Sie so, okay, auf einmal nimmt sie Schwamm und wäscht mich. Und ich stehe immer noch so und sie ist mich am Waschen, sie ist mich am Ding. Ich so, was passiert hier jetzt? Ich realisiere es gerade nicht, ich wollte nur eine Thai-Massage. Sie sagt, leg dich auf den Stein hin. Ja? Wie habe ich mich hingelegt? Du musst dir vorstellen, ja. Ein alter Opa saß schon so, ja. Der andere Opa so, ich musste hier hin und ich hatte einfach seine Füße in meinem Gesicht. Ich lag so und mein Arschbacken hängt so hoch und sie fängt an mich zu schrubben. Sie fängt mich an zu schrubben, aber komisch. Also echt, wie du es vom Filmen kennst, ja? Was redest du? Manchmal hat sie diesen Lappen weggelassen und so meinen Arsch rein, Alter. Und ich habe auch nicht...